Hallo liebe Angler, ich möchte euch heute eine neue Abo-Prämie der Zeitschrift Blinker vorstellen. Um genauer zu sein, eine neue alte Abo-Prämie. Gemeint ist nämlich die Stintbox von MB Fishing. Die war damals so beliebt, dass wir uns entschieden haben, die jetzt wieder in Verbindung mit einem Blinker-Abo anzubieten. Und ich werde euch das Teil gleich mal vorstellen, zeigen, was da alles drin ist und was ihr damit machen könnt. Kernstück der Stintbox ist, wie der Name schon sagt, der bekannte Stintshad von der Firma MB Fishing. Das ist ein schlanker Gummiköder mit einem kleinen Tellerschwanz hinten dran, 12,5 cm Länge und der hat eine recht robuste, aber durchaus weiche Gummimischung. Mit seiner ganz speziellen Form zeigt der Stintshad im Wasser eine Aktion, die dem Verhalten der echten Fische sehr, sehr ähnlich ist. Der kleine Tellerschwanz hat zwar eine hohe Frequenz, insgesamt ist das Bewegungsmuster dieses Köders aber eben doch recht passiv. Und wenn man sich mal so ein echtes Rotauge im Wasser anschaut, das macht mit seiner Schwanzflosse auch nicht wild hin und her, das wäre also unnatürlich. Das sind alles ganz feine, schnittige Bewegungen und genau das tut dieser Köder auch. Insgesamt enthält die Box 60 Köder, jeweils 10 Stück in 6 verschiedenen Farben. Die Farben habe ich auch selbst ausgewählt. Die sind in verschiedenen Situationen einzusetzen. Da sage ich euch gleich noch was dazu. Und außerdem sind natürlich auch die passenden Jig-Haken dabei von VMC. Das ist ein sehr stabiler und auch scharfer Haken, wiegt also nicht so leicht auf. Davon gibt es 40 Stück, Hakengröße 3,0. Jeweils auch 4 verschiedene Gewichte, nämlich 10, 14, 17 und 21 Gramm. Und ja, die passen also zu dieser Ködergröße richtig gut dazu. Und damit ihr auch den Köder perfekt montieren und wirklich jeden Biss verwerten könnt, habe ich auch noch passende Stinger mit dazu gepackt, also Zusatzdrillinge. Das sind 8 Stück, Hakengröße 8,0, BKK-Drillinge. Die sind auch sehr, sehr stabil und extrem scharf, biegen also selbst bei größeren Fischen nicht auf. Und die sind mit hochwertigen 7x7 Stahl verarbeitet und Qualitätsquetschhülsen. Da seid ihr also bereit, um auch die richtig dicken Dinger dann aus dem Wasser zu holen. Wie ihr mit dem Stintshad erfolgreich fischt und wie ihr ihn dann optimal montiert, zeige ich euch jetzt als nächstes. Um den Köder perfekt zu montieren, benötigt ihr natürlich den Gummifisch selbst, dazu einen Jig-Haken und dann noch gegebenenfalls den Zusatzdrilling. Beim Aufziehen gut aufpassen, der sollte nachher natürlich hier schön gerade auf dem Haken drauf sitzen und damit das gelingt, macht man sich am besten eine Markierung, wo der Haken dann nachher austreten sollte, hier mit der Hakenspitze. Man sieht das sehr schön hier, wenn ich den Haken jetzt so dran halte, kommt er raus, also mache ich hier auch meine Markierung und jetzt ziehe ich den Köder ganz konzentriert auf. Dazu steche ich die Hakenspitze hier nicht direkt in die Spitze des Köders rein, sondern ungefähr so ein paar Millimeter weiter unten, ja, auf diesem platten Teil, was sich hier so in diesem, ich sag jetzt mal, Maulbereich befindet. Zack, rein, schön mittig reinstechen und jetzt auch den Köder mit sanftem Druck per Zeigefinger draufziehen, schön gerade. So dass der Haken dann wirklich genau an dieser Markierung auch nachher austritt. Und die Hakenspitze sollte natürlich auch hier am Rücken des Köders schön mittig austreten. So, dann wird er hier drauf geschoben auf den Hakenschenkel. Und so sieht das perfekt aus. Ja, wenn ihr hier den kleinen Finger noch zwischen die Hakenspitze und den Rücken des Köders bekommt, dann passt das alles, also so sollte es dann wirklich aussehen. So ist er jetzt perfekt montiert. Dann nehme ich den Zusatzdrilling, dann mache ich diese obere Öse hier über die Hakenöse ganz einfach drüber, zack. Und jetzt wird der Drilling hier hinten in den Rücken des Köders eingestochen, so dass das hier nicht zu straff sitzt. Also der Stahl darf ruhig ein ganz kleines bisschen abstehen, weil so kann der Köder seine Aktion nachher im Wasser schön entfalten. Und jetzt ist er wirklich optimal montiert
und bereit dazu, dicke Räuber zu fangen. Die besten Fangerfolge mit dem Stinchel erzielt ihr, wenn ihr ihn in kleinen Sprüngen über den Gewässerboden präsentiert. Dazu gibt es unterschiedliche Techniken. Zum einen die eher passive Faulenzer-Technik. Da wird der Köder also nur über die Rollenkurbel bewegt. Und zum anderen das etwas aktivere und zackigere Jiggen. Das bedeutet, dass der Köder durch einen kurzen Schlag per Angelrute vom Grund hoch gestartet wird und dann lässt man ihn jeweils wieder runter sinken. Ganz egal, welche dieser beiden Techniken ihr anwendet, wichtig ist vor allen Dingen der regelmäßige Bodenkontakt. Und deswegen haben wir eben auch die unterschiedlichen Jigkopfgewichte in die Stintbox reingelegt. Wenn man jetzt zum Beispiel in einem relativ flachen Stillgewässer unterwegs ist, reicht der 10 Gramm Kopf meistens schon aus. Wenn man jetzt hier im Rhein oder auch in der Elbe angelt, müssen es schon manchmal 17 oder 21 Gramm sein. Eine Faustregel dazu: Wenn ihr jetzt den Köder unten auf dem Gewässerboden habt und ihr fischt ihn dann beispielsweise mit der Faulenzer-Technik durch zwei Kurbelumdrehungen vom Grund hoch, dann sollte es ungefähr 2 Sekunden dauern, bis er dann wieder auf dem Gewässerboden aufsetzt. Wenn ihr diese 2 Sekunden erreicht, dann habt ihr euren Jigkopf passend gewählt. Aber auf jeden Fall immer hart am Grund fischen und da lauern vor allem die Zander besonders gerne. Deswegen muss der Köder natürlich auch dorthin, sonst wird er von den Fischen oftmals gar nicht gesehen. Kein Riese, aber schönes Zander. So, und da sieht man auch wieder, dass es eben immer wieder Sinn macht, den Zusatzdrilling einzusetzen. Da hängt der Fisch eben nur dran, ganz, ganz knapp an einer Flunke. Den hätte man jetzt nur mit dem Jig-Haken nicht bekommen. Naja, was soll man da sagen? Das hat wunderbar geklappt, vor laufender Kamera gefangen, schöner, knallharter Biss, ist schön in die Rute reingegangen und da freut man sich doch, gerade bei diesem super Wetter. Der Stinchett Farbe Kaulbarsch hat hier zum Erfolg geführt. Klasse! Ich fahre jetzt nach Hause und nehme meine Stintbox natürlich wieder mit. Ihr könnt euch aber eure eigene sichern, indem ihr ein Blinker-Abo abschließt und die als Prämie mit dazu bestellt. Wenn ihr den Blinker lest, seid ihr immer über alle Neuigkeiten, Nachrichten und Techniken aus der Angelwelt bestens informiert und erhaltet das Heft auch ein paar Tage früher direkt zu euch nach Hause geliefert. Ja, und mit dieser Box hier könnt ihr richtig schöne Raubfische fangen. Dabei wünsche ich euch viel Erfolg. Petri Heil. Also macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich am Wasser.